Willkommen zurück, liebe Freunde der digitalen dentalen Unterhaltung. Wir hatten mal wieder Post. Die Firma Promadent hat uns die BIS-Software zur Verfügung gestellt. Was da alles drin steckt, zeigen wir euch jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartungshaltung an die Software war nicht besonders hoch. Ich bin aber positiv überrascht worden. Das Ding ist echt super umgesetzt. Es ist kinderleicht zu bedienen und ihr braucht wirklich nur nach dem Einladen des Modells durchzuklicken und ihr kommt am Ende zu einem schönen und super brauchbaren Modell. Was zum Beispiel hervorzuheben ist, ist einfaches Setzen von Sägeschnitten, Ablaufkanäle am Modell, schnelles Ausschneiden von Stümpfen. Ihr habt die Möglichkeit, direkt konische Stümpfe herzustellen. Das Modell wird angepasst. Flache Gingiva-Masken, alles das, was auch gerade erst in die ExoCut gekommen ist, existiert hier anscheinend schon länger. Ich wusste es vorher nicht. Wie ihr seht, habe ich das Ganze ja mit einem Implantatmodell ausprobiert. Die Implantatbibliothek habe ich aber noch nicht eingespeist. Das wäre aber ein leichtes gewesen, weil ich hätte die einfach von der Seite runterladen können. Leider sind wir ein bisschen was im Zeitdruck und haben halt viele Videos auf der Uhr. Deshalb muss das hinten anstehen und wird wohl in einem Folgevideo kommen. Denn das lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Kommen wir zum Löffelanteil der Software. Hier war ich wirklich überrascht, wie einfach, wie schnell und vor allen Dingen wie komfortabel das Ganze von der Hand geht. Das war ich bisher nur von 3Shape gewöhnt. Und hier haben meiner Meinung nach wichtige Funktionen wie zum Beispiel automatische oder schnell zu positionierende Durchtritte für offene Löffelabformungen gefehlt. Die Perforierung der Löffel war natürlich schon drin bei der 3Shape, aber zum Beispiel in der ExoCut, wenn man übers Schienentool geht, fehlt davon jede Spur. Das ist hier anders. Wir haben wirklich eine automatisierte Funktion, die diese Löcher direkt positioniert. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, an welcher Stelle möchte ich einen Durchtritt durch den Löffel, wo möchte ich einen Anbauteil dran haben, möchte ich einen okklusalen Stopp mit drin haben. Das ist super komfortabel gelöst. Dickes Lob an die Entwickler. Auch wenn wir immer über die Digitalisierung sprechen, ich muss zugeben, wir hatten den Bogen wieder zurückgemacht, wir haben die Löffel bisher wieder händisch hergestellt. Das lag zum Großteil daran, dass wir hauptsächlich mit der ExoCut arbeiten und hier die Erstellung von Löffeln einfach ein bisschen clunky war. Das war nicht wirklich schön handelbar. Jetzt mit der BIS-Software kann ich mir durchaus vorstellen, wieder zum 3D-Druck zurückzukehren und die Löffel in Zukunft wieder mit dieser Software herzustellen. Darüber werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, die kleine Zusammenfassung hat euch gefallen. Wenn ihr das Produkt vielleicht auch mal ausprobieren wollt oder einfach einen Demo-Dongle haben wollt, bin ich sicher, ihr könnt auf die Promodent-Seite, die wir euch unten verlinken, gehen und einfach mal danach fragen. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.